Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Haxenbayer. Ja, Packbuilder Episode 2 steht an. Die erste Episode war ja richtig gut, wir haben ein richtig gutes Team gebaut und hoffen natürlich, dass wir heute wieder so ein Glück haben. Fangen wir an mit einem Bronze-Jumbo-Pack und ich bin schon ganz gespannt, was wir ziehen werden. Und schauen wir doch jetzt einfach mal ins Pack hinein. Was gibt uns hier als Startspieler? Okay, wir haben zwei 64er, das ist einmal Versa oder Ferza und wer ist das? Ndabashintse. Okay, den nehme ich jetzt einfach mal, weil der Name so lustig klingt. Nehmen wir ihn doch einfach mal, den Ndabashintse. das ist also mein Startspieler. Die Regeln nochmal ganz schnell erklärt. Ich öffne drei Packs und muss jeweils den bestbewerteten Spieler in mein Team packen. Also habe ich am Anfang drei Startspieler. Und muss dann versuchen, um diese drei Startspieler das bestmögliche Team zu bauen. Und am besten natürlich jeder 9 Chemie und 100 Chemie insgesamt. Wäre natürlich das Ideale. Gucken wir mal, jetzt haben wir das Bronze-Pack geöffnet. Gehen wir zum Silber-Pack rüber. Und hoffen natürlich wieder auf einen guten Spieler. Letztens haben wir einen 5-Star-Skiller gezogen im Silber-Pack. Was mir sehr entgegenkam. Und wer wird es diesmal sein? Hoffentlich ein guter. Okay, wir haben hier einen 74er, das ist Carmuda. Ja, die anderen darf ich ja nicht verwenden, das sind ja die schlechter bewerteten. Aber es war gar kein schlechtes Pack bis jetzt, muss ich sagen. Fünf seltene Spieler. Aber es muss dieser Spieler hier sein. Carmona, den nehmen wir jetzt mit ins Team hinein. Es ist unser zweiter Startspieler. Und den Rest vom Pack werden wir jetzt mal aussortieren. Wen nehmen wir denn mit? Wen schmeißen wir weg? Den haue ich auf den Tauschstapel. Den hier auch. Und das finde ich krass. ZM mit 86 Pace. Das ist ja mal richtig krass. Obwohl ich ja eigentlich nicht so der Pace-Typ bin. Wisst ihr ja von mir. Oh, hier sehe ich eine Mannschaft. Fitness plus 20. Ist einiges wert. Vielleicht haben wir sogar das Glück und das Pack wieder drinnen. Wäre natürlich ideal. Dann habe ich mir von euch sagen lassen, oder ich höre jetzt endlich mal auf euch, dass ich die Vertragskarten einfach nicht immer wegschmeißen soll. Euer Wunsch ist mir Befehl. Hauen wir jetzt alles auf den Tauschstapel. Den Rest können wir aber trotzdem wegschmeißen, weil da nur noch Müll drin war. Und ja, jetzt sind wir mit Silber auch fertig. Jetzt geht's natürlich zum Gold-Jumbo-Pack. Da wird es natürlich spannend, was werden wir ziehen. Wenn wir nur Shit ziehen, werden wir auch 15.000 Münzen Verlust machen. Gucken wir mal, wer es ist. Hoffentlich ein guter. Und es ist, ein 81er, Jonobi Mikel von FC Chelsea. Dann haben wir noch Sydney Sam, Ogbonna und Marilungo. Kenne ich jetzt persönlich nicht, die anderen kenne ich. Jonobi Mikel ist also unser dritter Spieler. So haben wir quasi dann jetzt ein Silber, ein Bronze und ein Goldspieler beisammen. Hau ich jetzt schnell den Verein hinein. Und warum ich das jetzt hier gemacht habe, habe ich keine Ahnung. ich hau den jetzt einfach mal hier rein. Passt schon. Den Rest sortieren wir jetzt aus. Sydney Sam ist ein guter Spieler. Ogbonna ist ein richtig guter Innenverteidiger. Klare Kaufempfehlung für euch. Richtig schnell, richtig defensiv stark. Und über den kann ich nichts sagen. Jetzt sehe ich hier einen Haufen Vertragskarten. Haben wir hier noch 1000 Münzen geschenkt. STMS-Karte ist nicht viel wert, leider. Also den Wert des Packs haben wir nicht wieder drinnen, aber das macht ja nichts. Wir wissen ja Bescheid, dass die Packs meistens Schrott sind. Die Vertragskarten haue ich jetzt noch schnell auf den Tauschstapel. Und dann geht's auch schon los mit unserem Packbuilder, mit unserem eigentlichen Packbuilder. Und Thiago nehme ich noch mit in den Verein und diesen Kune, das ist ein guter Torwart, den nehme ich auch mit rüber. Okay, dann haben wir jetzt unsere drei Startspieler gezogen und geht's los hier. Ich habe den ich habe den Namen immer noch nicht im Kopf. Carmona, okay. den habe ich als ZOM gemacht, weil es dann für mich einfacher ist, ein Team zu bauen. Werdet ihr dann auch gleich sehen. Alles andere ist so geblieben. Ich habe nur noch die Spieler schnell in der richtigen Formation gekauft. Ich spiele in 3-5-2 und im Tor haben wir Hilario von FC Chelsea. 79 Hechten, 84 Reflexe, finde ich sehr gut für einen Silberkeeper. Und 1200 Münzen ist nicht teuer. Und ich finde, für einen Silbertorwart hat er richtig gute Attribute.
Und ihr werdet gleich sehen, warum ich mich für ihn entscheiden musste. Weiter geht's im linken zentralen Innenverteidigung. In der zentralen Innenverteidigung, da haben wir einmal David Luiz. 4000 Münzen, 79 Pace, 82 Defensive, 79 Kopfball. Und ihr alle kennt ihn ja. Und er ist richtig nervig, wenn man ihn als Gegner hat. Wenn man ihn aber selbst besitzt, kann man die Gegner so richtig nerven. Und das gefällt dem Haxenbayer. Deswegen David Luiz in meinem Team drinnen. Und ja, 4000 Münzen ist okay. Er ist ein richtig guter Verteidiger. Weiter geht's. Silber Innenverteidiger musste einer aus Nigeria sein. Es ist Joseph Jobo oder Jobo. 4600 Münzen vom FC Everton. Richtig solider Innenverteidiger. 70 Pace, 75 Verteidigung. Ist gut für einen Innenverteidiger Silber. Und der Grund, warum er so teuer momentan ist, er wird, glaube ich, in Packs nicht mehr ausgeschüttet. Deswegen ist der Preis gestiegen, weil er ja gewechselt ist anscheinend. Und ja, aber aufgrund von John Obi Mikael muss es ein Nigerianer sein. Deshalb auch der Partner von Jobo ist auch ein Nigerianer. Es ist Afolabi, den ich persönlich nicht kenne. 900 Münzen nur noch, oder beziehungsweise er kostet nur 900 Münzen. 70 Pace, 72 Defensive, Kopfball stark mit 78 ist gut für einen Silberspieler. Ja, musste rein, weil er Nigerianer ist und ich versuche ja auch neuen Chemie überall zu bekommen. Jetzt gehen wir zum linken Mittelfeld, das ist ein goldener, auch vom FC Chelsea, Juan Manuel Mata Garcia. 3000 Münzen in der 3-5-2 Formation und er ist richtig, richtig guter linkes Mittelfeldspieler. 86 Tempo, 80 Schuss, 87 Passen und 89 Dribbling, dazu noch 4 Sterne Skills. Einzige Problem an ihm für mich ist, er ist Linksfuß und passt nicht so wirklich in meinen Spielstil hinein. Aber ich musste ihn nehmen aufgrund von David Luiz und John Obi Mikel. Dann gehen wir zum zweiten zentral-defensiven Mann. Das ist Etuhu, 1200 Münzen. Und über ihn kann ich sagen, er ist lahm wie eine Schnecke. Aber er ist defensiv sehr stark. Also er ist wirklich, er ist groß, ich glaube 1,90. Er ist zweikampfstark und er ist körperstark. Und er ist zwar richtig lahm, aber auch er ist Nigerianer und er musste rein, damit ich hier die bestmögliche Chemie bekomme. Ja, dann gehen wir zum Sturm. Das ist vielleicht sogar das Beste, was ich euch bieten kann bei diesem Team. Das ist auch von Atalanta. Das ist der Denis. 17.000 Münzen hat er gekostet, der Informer. 80 Pace, 89 Schießen, 79 Dribbling, 88 Kopfball. Einzige Problem, er hat nur 3 Sterne Skills. Es ist für mich nicht gut. Aber er ist stark, körperstark und na, ihr seht es ja selbst, schussstark. 88 Kopfball ist er auch, also richtig kopfballstark. Und passt perfekt in mein Team hinein. Dann der Partner von Denis und von dem ZOM, dessen Namen ich immer noch nicht richtig kann. Dafür entschuldige ich mich nochmal. Der Partner ist auch aus der Serie A, Atalanta. Tribocci, 550 Münzen nur noch und über ihn sage ich euch nur eins, er ist richtig, richtig Müll. Also mit ihm kann ich überhaupt nichts machen, er hat glaube ich nur 2 Sterne sogar und er ist total lahm und Schuss. Ja gut, 73 Schuss ist gerade noch so okay für einen Silberspieler. Er hat 85 Schusskraft, soweit ich mich erinnern kann, aber alles andere ist wirklich Bullshit. Und jetzt zeige ich euch noch schnell die gezogenen. Carmona, 80 Pace, 85 Beschleunigung laut Foothead und der Rest ist auch nicht so gut leider. Er hat nur 3 Sterne oder 2 Sterne Skills. Longshots und so ist jetzt nicht so der Bringer, also alles in allem ist er kein guter Spieler. John Obi Mikel ist das Gegenteil, er ist gut, er ist solide, relativ schnell, 82 Verteidigung ist richtig gut eigentlich für einen 81 bewerteten Chelsea-Spieler. Und mit ihm komme ich einigermaßen gut klar. Er kann auch zur Not gute Pässe spielen, aber erwartet nicht zu viel von ihm. So ein richtiges Tier oder Beast ist er nicht. Jetzt gehen wir rüber zum rechten Mittelfeld. Ndaba Shinze, denn dessen Namen ich immer noch witzig finde. 82 Pace, alles andere ist wirklich, wirklich Dreck. Mit ihm kann ich überhaupt gar nichts machen. Er kann Roulette und das war's. Alle anderen Tricks halt eben nicht. Er kann halt nur 3 Sterne Skills. Und jetzt zeige ich euch hier die Chemie noch. Ndaba Shinze hat es natürlich nicht geschafft, war unmöglich, den auf neuen Chemie zu bringen. Und Carmona
Carmona hat auch nur 7 Chemie bekommen. Das war aber das Maximum, das kann ich euch versprechen. Ich habe alles probiert, dass das 109 Chemie hat. Und der Gesamtwert des der gekauften Spieler ist 32.450 Münzen. Finde ich in Ordnung, weil wir haben ja noch einen Informer im Team. Das Team hat mir nicht so gut gefallen. Das Beste an dem Team war die Verteidigung. Die hat reingehauen. Der Rest war nicht so gut. Also ich kann es euch nicht empfehlen. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es besser. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Tore. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sage bis zum nächsten Mal. Und ciao, euer Haxenbayer. I need your heart.